ich habe ein Haus in Berlin, das ist noch wie neu. Bloß oben am Dach, da ist etwas entzwei. Nur fehlen da oben ein paar Steine, es müssen neue dorthin. Ich sag zu einem Maurer, na, die sind doch bald drin. Aber gewiss, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an. Als um 8 soll er ankommen, eine Stunde vergeht, da seh ich ihn rankommen, ich sage, es ist spät. Nee, sagt, das ist 9, es ist die richtige Zeit. Der Weg zählt doch mit und ich wohne sehr weit. Aber nu gehen wir ran, nu fangen wir gleich an. Er kickt rauf nach dem Haus, da fehlt ein Stein an dem Fleck. Also nimm deinen Stein und leg ihn gleich wieder weg. Er sucht erst eine Leiter, um nach oben zu gehen. Drehst du 8 Schritte weiter? Da schlägt es 10, na nur frühstückt er ein bisschen, holt sein Püllücken raus, steckt eine Pfeife in Brand, die geht 15 Mal aus, wie sie brennt, sagt er dann, nur fangen wir gleich an. Er nimmt noch eine Prise, hatsch, es ist über 11, dann nimmt er den Stein, ist nur immer derselbe, und will auf die Leiter, da schlägt es 12. Na, nur legt den Stein wieder weg, seine Frau bringt das Essen. Nach so einer Arbeit, da schmeckt's, es wird feste gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr. Es gibt Carbonade und Jürgen und Bier. Dann liest er die Zeitung und sagt entrüstet zu ihr, du, da streiten sie wieder, die sollen schaffen wie wir. Dann gibt er ihr ein Küsschen, dann schläft er ein bisschen. Und dann schlägt Uhr 2, da ist schon die kurze Pause wieder vorbei. Nu sagt er jetzt renn, jetzt fangen wir aber gleich an. Nu wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Jelbe. Dann nimmt er den Stein, ist noch immer derselbe. Da wird ihm schlecht. Die Jürgen das Bier, er legt den Stein wieder weg und nimmt sein Zeitungspapier. Denn der Stein wäre weniger geeignet dafür. Und er geht an die Tür und da steht hier. Und kommt nach 3 wieder raus aus dem kleinen Gewölbe. Dann nimmt er den Stein, ist noch immer derselbe. Und geht nur wirklich ohne Rast, ohne Ruhe mit dem Stein auf die Leiter. Was sagen sie nu? Die hat 20 Sprossen, jeden Fußbreit entfernt. Aber geht unverdrossen, gelernt ist gelernt. Da bei der 18. hält er, die Uhr schlägt 4. Es ist Feierabend und er steht hier, nicht oben, nicht unten, die Sache steht schief. Er darf nicht mehr weiter nach dem Tarif, aber das Pflichtgefühl siegt. Ist er ja, sagt er grob, und er lässt den Stein fallen. Au, mir grad auf den Kopf, und wie schimpfe, da sagt er, warum stehen Sie denn hier? Wir brauchen Ihren Kopf nicht, Sie können ja schaffen wie wir.